Elmar Thewissen in Washington. Auch heute hatte man den Eindruck, es gäbe zwei Amerikas. Einmal das Land der Trauer um den Toten und dann das Land, in dem Trump einen Aufwind spürt. Wie sieht die Realität aus? Naja, es ist ein Stück weit schon beides. Die Wirtschaftsdaten sind besser, als man befürchtet hatte. Aber da gibt es natürlich auch Zahlen, wenn man genauer hinschaut. Da sieht man, dass beispielsweise für die Schwarzen die Arbeitslosigkeit in den letzten Wochen noch gestiegen ist. Auch für die asiatischen Amerikaner, während die bei anderen wieder etwas zurückgegangen ist. Der Präsident wurde heute danach gefragt. Er hat jede Antwort dazu abgelehnt. Und das ist das eine. Andererseits aber tatsächlich Protestbewegungen im Land, die sich weiter ausdehnen. Und das hat in erster Linie damit zu tun, dass sie sich um Dinge dreht, die auch schon hier Realität waren, bevor es der Wirtschaft so schlecht ging, bevor die Corona-Krise kam. Das heißt, in einem Amerika, in dem in den letzten Jahren tatsächlich die Arbeitslosigkeit vor der Corona-Krise massiv runtergegangen ist, ist die soziale, wirtschaftliche Ungerechtigkeit und auch die ethnische Ungerechtigkeit größer geworden. Dagegen richtet sich die Protestbewegung und die wächst zurzeit. Ja, auch bei diesen Demonstrationen gibt es ja eine geteilte Nation. Tagsüber friedliche, nachdenkliche Trauermärsche oder Veranstaltungen, wie man sie gerade hinter Ihnen sieht. Aber nachts teils heftige Auseinandersetzungen. Wie geht die Polizei heute damit um? Das ist wirklich unterschiedlich, je nachdem, wohin man schaut. Da, wo tatsächlich Demonstranten gewalttätig werden, wo sie plündern, also wo sie eigentlich keine Demonstranten mehr sind, da geht die Polizei mit aller Härte vor. Aber das ist wichtig, in den letzten drei Tagen ist das der absolute Ausnahmefall. Die überwältigende Mehrheit der Demonstranten verhält sich friedlich. Auch die Polizei in überwältigender Mehrheit quer durchs Land verhält sich, ich sag mal, deeskalierend. Es gibt Fälle, wie wir sie in den vergangenen 24 Stunden gesehen haben, wo beispielsweise ein 75-jähriger Mann von der Polizei umgeschubst wurde. Er wurde erst verletzt am Boden liegen gelassen, bevor er dann ins Krankenhaus kam. Das sind schlimme Vorfälle, aber sie sind eigentlich die Ausnahme. Auch hier in Washington ist das so, dass wir Signale ein bisschen zur Deeskalation haben. Auf der einen Seite die Bürgermeisterin hier, die sich klar hinter die Demonstranten gestellt hat, die hier die Straße umbenannt hat in Black Lives Matter Plaza beispielsweise, und gleichzeitig ein Verteidigungsminister, auch das ist wichtig, der der Nationalgarde angeordnet hat, keine Waffen zu tragen, wenn sie hier das Weiße Haus beschützen. Damit stellt er sich im Grunde genommen gegen den Präsidenten. Also das dürfte auch sehr spannend sein, inwieweit da innerhalb der Regierung die Meinungen aufeinanderprallen. Ja, Sie sprechen es genau an. Trump droht wiederholt schon mit der Nationalgarde, mit dem Militär. Das Pentagon dämpft, setzt sich dagegen. Der amtierende Verteidigungsminister hat Trump ja widersprochen. Wer wird sich denn durchsetzen? Das lässt sich schwer sagen, aber was wir registrieren ist, dass immer mehr ehemalige Militärs, immer mehr ehemalige Kabinettsmitglieder, übrigens vor allen Dingen auch Republikaner, zu Wort melden und sich gegen den Präsidenten in dieser Sache stellen. Bei 10 Generälen und Admirälen habe ich jetzt mal aufgehört zu zählen. Wir haben 2 ehemalige Verteidigungsminister, einer, der sehr, sehr starke Worte gewählt hat heute Morgen, William Cohen, Republikaner, war unter Bill Clinton Verteidigungsminister in einer demokratischen Administration. Der hat heute Morgen ganz klar gesagt, dieses Weiße Haus leitet, führt die Nation in Richtung Diktatur. Das sind sehr starke Worte. Also man sieht, dass auch innerhalb der Republikanischen Partei Menschen anders denken als der Präsident. Und das schlägt sich auch in Zahlen nieder. Die neuesten Umfragen sagen sehr klar, dass ein Stück seine Basis auch erodiert. Das ist vor allen Dingen bei den Weißen ohne Hochschulabschluss und auch bei den weißen Katholiken der Fall. Da sind die Zahlen, ich sag mal, dramatisch gesunken im Vergleich zu den Zustimmungsraten der letzten Monate. Also es tut sich da etwas und es kommt auf den Präsidenten an, wie er nun darauf reagiert. Also Sie sagen, die Kritik an Trump wird heftiger. Sie haben eben aufgehört zu zählen bei 10 bei einer Gruppe. Wie sehen Sie denn generell in der Bevölkerung die Verteilung von Fans, Anhängern und Gegnern und gar politischen Feinden? Also nach den Umfragewerten, wie gesagt, sehen wir, dass ein Stück weit die Basis von Trump erodiert. Wir sehen es auch reflektiert auf den Straßen. Die Menschen, die da mit protestieren, und zwar friedlich mit protestieren,
Das sind Menschen aller Bevölkerungsschichten, aller Ethnien. Das sind Menschen auch unterschiedlicher Altersgruppen. Es scheint sich hier so etwas wie eine Bewegung zu entwickeln. Das Entscheidende ist in den nächsten Wochen und Tagen eigentlich, ob das Ganze friedlich bleibt. Wir werden es vielleicht an diesem Wochenende schon sehen. Hier in Washington wird eine sehr, sehr große Demonstration erwartet. Und dann stellt sich die Frage, wie der Präsident darauf reagiert, wenn das Weiße Haus, ich sag mal, von vielen, vielen tausend Menschen möglicherweise umgeben ist. Wird er es aushalten? Er wollte eigentlich an diesem Wochenende Golfurlaub machen in Bedminster, New Jersey. Aber ich glaube, da haben ihm seine Berater auch klargemacht, eine schlechte Idee, wenn er in solch einer angespannten Krisenlage am Wochenende irgendwo Golf spielen geht. Die Bilanz von Elmar Thewissen. Vielen Dank nach Washington.